Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Wake Island hier mit Mikes Hobbyzimmer auf Battlefield 1942. Jawohl, ja, Wake Island. Jetzt sind wir hier wieder dran. Diesmal als Japaner. Wir müssen ja die Insel hier erobern und ich glaube, das schaffen wir nicht. Also ich habe es damals nicht geschafft. Ja, ihr könnt ja hier wieder durchlesen, was da steht. Ich lese hier unten die Ziele vor. Diese Insel ist von höchster Wichtigkeit für die strategische Kontrolle des Pazifiks. Damit sich die amerikanische Garnison kurzfristig ergibt, übernehmen und halten sie die feindlichen Außenposten. Da bin ich mal gespannt, hör mal. Ich finde die Musik einfach nur geil, hör mal. Ja, du hast ja immer was du sagst. Sag mal, warte mal eben. Kann ich hier auch. Was ich hier in der anderen Kampagne nicht gezeigt habe, man kann auch die Schiffe fahren, ne? Also, du kannst auch hier bei Midway zum Beispiel auch mit U-Booten fahren. Du kannst auch tauchen. Also, bei Battlefield 1 sag ich schon hier, bei Battlefield 42 konntest du zu Lande, zu Wasser und in Luft und unter Wasser sogar hier agieren. Ah, ja, genau, der ist es hier, der Zerstörer. Der parkt hier schon vor der Insel. Wo ich mir dachte, der ist aber mutig, hör mal. So, jetzt sind wir mutig. Sollen wir mal gucken? Warte mal, wo war denn jetzt hier nochmal die erste amerikanische Flagge da hinten? Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Schon mal hier. Ui! Das Boot nimmt mich noch mit, hör mal. Während die da einnehmen, gehe ich mal hier gemütlich spazieren. Oh, ich muss mich jetzt umgewöhnen, dass wir. Tja. Dann werde ich mal hier für uns den freien Fuß setzen. Sein abgesprungen, aber ich weiß, war einer von uns oder so? Also wir müssen jetzt gucken. Also ich muss mich umgewöhnen, dass wir jetzt die roten sind und nicht die blauen. Ah. Alles, was du sagst, mein Freund. Bis? Wir hätten da jetzt angegriffen. Oh, der Sherman da hinten. Ja, tolle Wolle. Wow, ich bin durch die Decke geflogen. Was? Ah, heil, geil, heil, geil, nee, geil, heil, Ja, du mich auch, Heino. Heino? Nein, Entschuldigung, ich meinte hier unser Oberst. Shishinia, ja, Shaha, Shadada. Oh ja. Wer ist denn da? Warte mal, ach ja, okay, ja, Japanisch. Da hat schon einer den Zerstörer besetzt. Hä? Der fällt ja auseinander. Ach, da ist ein Flugzeug gegengeflogen. James Hornbuckle. Okay. Und da Fuß zu fassen, hör mal, das wird unmöglich. Ich müsste vom Flugzeugträger aus. Warte mal. Wie, du rammst mich. Würde mich jetzt interessieren. Steht da noch der Panzer da hinten? Ich würde es ja nochmal hier versuchen. Aber dann hoffe ich aber auf starke Mitspieler. Ui. Was hat denn für ein Geräusch? Ach, die Flagge nimmst du auch schon hier ein. Erstmal ja verarzten.
wieder Verstärkung anfordern erstmal. Aber ich höre da irgendjemand, da kommt er schon wieder. Warte mal eben. Da hat einer geschossen. Wo denn? Warum denn? So, meine Leute versuchen da was. Ah! Da, oh Mann, das ist ein Horrorspiel, hör mal. Ey, hab ich mich jetzt verjagt? Da war doch einer. Da war doch einer drin. Da war doch einer. Hier war doch einer. Boah, lad nach. Ey, das ist ja immer. Er hat der mich erschreckt. Der hat sich versucht, sie wieder aufzuladen, wa? Meine, ich hab mich erschreckt, als ich den gesehen hab, du. Was ist das für ein Geräusch draußen? Ich hab mich. Der war hier drin, Hammer. Ich hab gedacht, der nimmt mich jetzt auseinander, weil ich keine Munition mehr in der Waffe drin hatte. Wo sind hier meine Leute? Ich sehe keinen einzigen. Oh, jetzt da weiter voranzukommen, wenn man das ist. Jetzt komm doch mal mit. Boah. Ich weiß nicht, die japanischen Panzer, hör mal, die halten so gut wie nichts aus. Tja, jetzt hier weiter nach vorne zu kommen, das wird jetzt nicht zum Kinderspiel. Oh Mann, weißt du, ich triff den nicht oder er trifft mich oder was? Komm, dann machen wir wieder Sturmtruppe hier, beziehungsweise dann die Töter. Das wird lustig werden, die Insel hier zu kriegen. Also ich habe es nicht geschafft, die Insel einzunehmen. Da als Japaner. Steht hier auch ein Panzer? Ne, den haben sie gleich hier eiskalt stehen gelassen, hör mal. Den kaputten. Und haben gleich den neuen genommen. Okay. Hör mal, habe ich durch den durchgeschossen oder was? Mach da den sterben, denn du. Ah, verdammt, warum hat er jetzt die Waffe gewechselt, meiner? Bin mal auf die falsche Taste gekommen, denke ich mal. Kommt, Jungs, jetzt macht ihn da mal fertig, hör mal. Ne? Also, ab und zu mal, aber du zielst
Du feuerst und triffst nicht, ne? Das ist ab und zu mal ganz komisch hier. Jetzt ist das Geräusch weg. Das ist irgendwie von draußen was gewesen immer. Ich habe gedacht, da flext sich was bei mir durch den Kühler. Tja, läuft dann den einfach mit der Dings hinterher, oder? Also, bis spätestens hierhin komme ich. Leg dich doch mal hin, immer. Lad doch mal nach! Ja, damn, ein Gut, würde jetzt Duke Nukem sagen. Ich höre den Panzer. Ich weiß aber nicht, ob es gerade mein eigener ist. Doch, es ist mein eigener. Dann nehmen wir jetzt den Sherman und fahren aber mal geradeaus weiter, oder? Wow. Den meine ich jetzt eigentlich nicht hier. Bin ich bis hierhin schon mal gekommen? Im Singleplayer-Modus? Weiß ich gar nicht. Da ist einer von meinen Leuten. Ich hoffe, ich überfahre den gerade nicht. Der hat versucht, nämlich hier an Land zu gehen. Gleich zwei war fliegen lassen. Hui! Wo sind eigentlich meine eigenen Leute, hör mal? Kommt doch mal hinterher. So wird das hier nix. Da habe ich plötzlich schwarz für uns gesehen. Bleib mal stehen hier. Ey, den hau ich hier in den Kopf rein. Und der haut mir mit der Flak kaputt oder was hier. Bleib doch mal da stehen. Sag mal, treffe ich die nicht oder was? Oder haben die eine Schutzpanzerung noch an, von der ich nichts weiß? Hui! Hab ich mich gerade verjagt, du. Ach, da stand gleich. Da stand auch noch ein Sherman-Panzer rum oder was? Ah, nee, ist mein eigener, aber den haben sie eingenommen. Komm, explodiere mal gemütlich. Ui. Das könnte jetzt ein bisschen länger werden, aber ich hoffe, die Platte hält durch. So, ich würde sagen, ich muss mal das Flugzeug und versuche mal von oben mal was auszurichten. Ich nehme den hier. Meine Taktik ist klar, weil ich versuche. Ich versuche jetzt die hintere Flagge hier einzunehmen. Auf der anderen Seite. Hui! So. Dann haben die Amis nur noch eine. Wow!
So, wenn sich meine Leute jetzt hier noch melden. Ich habe ja kein Fahrzeug, ne? Da hat einer geschossen, das habe ich gesehen. Hui, aber woher? Hey, jetzt kipp doch um. Oh. Wo haben die jetzt einen Verbandskasten für... Warte mal, ich bin doch Sanitäter, Alter. So, ich muss eben liegen bleiben. Jetzt muss ich ein bisschen campen. Ich meine, ich habe auch ein Kettenfahrzeug. Also gleich sage ich hier auch noch einmal, ich sehe was. Doch, das ist ein Kettenfahrzeug. Dann streiten wir uns mal um die Fahne. Ich muss jetzt hier eben hier liegen bleiben, also. Ich gönne den Amis nicht die Fahne. Auch wenn jetzt viele sagen, Camper, 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 Camper. Warum spawnen die ersten nicht hier? Warum fährt der mit seinem Transportboot nicht bei mir hoch? Ey, die KI, weißt du? Warte mal. Der ist ja weggefahren mit seinem Kettenfahrzeug, ne? Boah, der wartet irgendwo auf mich. Das Problem ist, die Amis, die sammeln sich jetzt alle nämlich hier auf der Einfahrt und das wird jetzt viel werden. Ich werde mich schon mal so einstellen, dass ich hier wieder zur Not auftauche. Wo ist da die Fahne? Was? Die lassen sich die Flagge wieder wegnehmen, wa? Ja, jetzt können die Amis nirgendwo mal einsteigen. Aber ich kann hier auch nichts ausrichten, ist gerade das Problem. Ich kämpfe gerade auf verlorenen Posten. Wah!
Gucken, ob ich den Sherman treffen kann, der da hinten parkt. Aber ausgerichtet habe ich nichts. Sag mal, sind die zu blöd da hinten, den einen Mann, der da rumsteht, wegzuholzen? Sehr gut. Da ist ein Flugzeug abgestürzt, so wie es aussieht. Jetzt wird es echt spannend. Hör mal, die Amis, die können jetzt nirgendwo mal einsteigen. Verdammt, da hätte ich mal Panzer mitgenommen. Hier, Panzerabwehrdingsfunk mitgenommen. Ja! Jetzt wird's spannend. Wo eilen hier noch Amis rum? Oh, erstmal hier nachfüllen, hör mal. Ich höre noch Schüsse. Ich weiß nicht, ob das generell Umgebungsschüsse sind oder ob da wirklich noch jetzt Amis hier unterwegs sind. Das ist echt eine gute Frage. Ich fahr mal hier hin. Vielleicht sind die ja noch in der Luft unterwegs, wa? Aber ich scheine wirklich noch ein paar Amis stehen zu bleiben. Oh, da läuft ja einer. Ein einzelner Sherman hält noch alles auf hier. Wow, sind die runtergegangen. Oh, wir haben gewonnen. Geil, immer. 100%. Ich habe das noch nie geschafft. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem Balken. Wenn der gelb gefüllt ist, dann heißt das, du hast die Schlacht komplett gewonnen. Ah! Okay, das war's. Hör mal, großer Sieg. Die Eroberung Wakes wird noch lange als leuchtendes Beispiel japanischer Kriegskunst gelten. Wie schon beim Angriff auf Pearl Harbor hatte der Feind der kombinierten Taktik aus Luft- und Seeangriffen nichts entgegenzusetzen. Die heldenhaften Piloten der kaiserlichen Marine flogen an der Spitze des Angriffs und bewiesen wieder einmal ihre überragenden Fähigkeiten. Ja, damit sage ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns demnächst wieder.